Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog bei die Detroit Race. Und ja, ich würde sagen, wir können dieses Wochenende starten. Heute ist Freitag. Ich habe meinen Mixer eingepackt. Heute geht es wieder an die Nachbarn. Dann nehme ich mal meinen eigenen Mixer mit. Da nutze ich immer die Plattenspieler. Und ja, jetzt mache ich noch schnell den Mac an und schaue mal noch schnell nach Charts, was heute so rausgekommen ist. Und dann, ja, geht es denn schon los? Mal gucken, wie es heute wird. Ist ja Neujahr, mein erstes Booking dieses Jahr dort und habe mega Bock, freue mich. Ich sag mal so, das ist immer so der Warm-up für die Club-Partys, denn wenn ich immer so in der Bar spiele. Morgen bin ich im Musik in Frieden, zur Hybrid-Party. Und ja, das ist ganz cool, wenn es heute ein bisschen ruhiger ist. Aber es kann natürlich auch gerne ruhig partyreich sein. Und mir ist es egal, ich stehe ja drauf, wenn spontan sich mal alles ändert und so. Ja, los geht's. Ich check mir jetzt die Charts erstmal durch und dann freue ich mich heute Abend auf die Nachbar. Und vielleicht kommen dann einige Leute rum. Mal schauen. Bis gleich. So. Nachbar war ganz chillig gestern. Na, wir sind ja schon in dem nächsten Tag. Jetzt geht's auf jeden Fall zu Musik on Freedom. Und ich prüge mich hier gerade durch Friedrichshain durch. Und ja, lustig ist hier, dass immer überwiegend so viele Ausländer hier fahren, die hier irgendwie nicht klarkommen mit den ganzen Fahrspuren und Tempobeschränkungen und sich was alles. Und ein bisschen mehr am Abbremsen als alles andere. Aber egal. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt gleich einen guten Parkplatz. Also gleich, ich muss natürlich schon fahren, einen guten Parkplatz bei Musik und Frieden, damit ich nicht allzu weit latschen muss. Wenn nicht, gibt es immer noch Plan B. Und Plan B wäre halt in der Nähe von Matrix zu parken, mit der U-Bahn-Station zu fahren und dann von da aus zu laufen. Ist machbar, kann man machen, aber wenn ich dann irgendwann morgens um 6 Uhr aus dem Club rauskomme und erstmal U-Bahn fahren muss, beziehungsweise erstmal über die U-Bahn-Brücke latschen muss, dann zu meinem Parkplatz noch hinlaufen muss. Ja. Gut. Also drückt mir die Daumen, dass ich jetzt einen Parkplatz finde. Ja, da öffnet sich das Tor zu Musik und Frieden. Und Mr. Latrace hat einen Parkplatz direkt in der Club. Wie geil ist das denn? So, herzlich willkommen hier in Musikfrieden im Backstage. Alle mal winken. Hallo. Yay, sehr schön. Da. So, wir haben die Creme de la Creme zusammen. Und also das Schöne hier ist Bier, Cola. Bin ausgesorgt. Brauche heute nicht mehr arbeiten. Du machst heute wieder Fotos? Ja. Du auch? Du siehst gut aus? Danke, ich mache was endlich. Die Mädels sehen immer gut aus? Natürlich. Und deine Aufgabe heute? Selbst machen. Yo, alle 5 Minuten bei mir. Ja. Kommt drauf an, was du spielst. Oh. 3 Stunden lang das Apache-Album hoch und runter. Okay, dann was spiel ich? Keine Ahnung, wir werden schon was finden. Okay. Einfach, ich hätte gerne auch Krebs an der Kasse dann, ne? Oh, siehst du schon mal Anmeldungs raus? Also. Ja, hier! Also, wie wir sehen, sind welche wieder fleißig dabei, Luftballons aufzublasen. Aufzupusten. Wir wollen heute nicht so wieder in die andere Richtung schweifen. So, mal gucken. Ist schlimm, dieses Influencer-Leben. Komm, komm, zeig's uns. Ja, komm! Na los, komm. Mama kommt. Also das da ist der Robin und da ist die Conny. Moin! Das sind die beiden Fleißigen, die hinter Hibri stecken. Wir sind jetzt soweit und haben jetzt aufgebaut, beziehungsweise ich habe jetzt aufgebaut. So schaut momentan mein Setup aus. Ganz klassisch, 8er Mixer, MK2 Plattenspieler. Und ja, die Mädels sind jetzt hier noch am Basteln, machen noch die Deko fertig. Wupp, wupp. Ich krieg jetzt hier voll Deko an der Bühne, ich sieh bestimmt voll toll aus. Warte, guck mal, mit Luftballon. Das machen die ganz große Klasse. Was sagst du dazu, Conny? Sehr gut. Ja, bitte? Ist er schön mit dem Blut? Ja. So. Ich geh mir meinen Proviant erstmal holen, weil ich komme ja nachher nicht mal hoch.
So, ich geh nochmal schnell ins Radio Fritz, dann müssen wir Werbung machen, mal. Nein, Spaß. So. Ja, ja, 20 Minuten. Action. So. Ja, weiter geht's. Hallo. So, jetzt gehe ich noch ganz schnell Backstage und hol mir erstmal meinen Proviant, so einen Kasten Bier oder so. Und dann, ja, kann es eigentlich schon losgehen. Let's go. So, raus aus Musik und Frieden, und wie ihr seht, es ist schon hell. Es war mega geil. Also Leute, ihr müsst bei der nächsten Hybrid-Party auf jeden Fall dabei sein, auf jeden Fall. Ihr habt sonst einfach nicht mitzureden. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die da waren und die so richtig geilen Turn-Up gemacht haben auf dem Hip-Hop, auf EDM, auf alles, was ich gespielt habe. Ihr seid einfach mega geil drauf. Ja, jetzt versuche ich mir noch schnell was zum Frühstücken zu holen und dann geht auch ins Bettchen und keine Ahnung, wie ich diesen Sonntag jetzt verbringen soll noch und wie ich auch irgendwie schlafen soll, weil wenn ich jetzt schlafe, werde ich bestimmt voll spät wach werden, so bestimmt 20, 18, 19 Uhr. So, dann habe ich aber Probleme nachher wieder montags in meinen normalen Job reinzukommen, wo ich wieder früh aufstehen muss. Mal gucken, wie wir es machen. Gut. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten wieder in diesen Vlog und dann sehen wir uns dann wieder nächste Woche Dienstag zum nächsten Vlog. Bis dahin, peace out, und wir dann, falls ihr Bock habt auf mehr Musik, könnt ihr gerne wieder mittwochs einschalten ab 20 Uhr auf Raute Musik. Bis dann, DJ Latrace, peace out.